Hey zusammen, heute mache ich ein YouTube-Video über den Manga Full Moon Fusagescheid auf Wunsch einer YouTube-Userin. Und ja, der Manga ist von Arina Tanimura, einer meiner absoluten Lieblings-Manga-Cast, wie ich euch ja wahrscheinlich schon bei dem Video zu Kamikaze Kaito-chan erzählt habe. Ja, der Manga umfasst 7 Bände, es gibt einen Shuba dabei, den habe ich allerdings nicht, weil zu der Zeit, als der Manga rauskam, war ich noch Schülerin und da war mein Budget für das Manga-Ausgeben immer ein bisschen knapp. Der Manga erschien in Japan in den Jahren von 2001 bis 2004. In dem Manga geht es um die 12-jährige Mitsuki. Sie lebt bei ihrer Oma, ihre Eltern sind verstorben und sie liebt es zu singen. Allerdings verbietet ihre Oma ihr zu singen, da sie die Musik hasst. Das werden wir natürlich nachher noch erfahren, warum sie die Musik hasst. Und ja, Mitsuki ist schwer krank, sie hat einen Tumor am Hals. Ihr Arzt, Takauchi-Sensei, rät ihr dazu, diesen Tumor entfernen zu lassen. Allerdings müssen ihre Stimmbänder dann entfernt werden. Sie könnte nie wieder singen und auch nicht mehr sprechen. Und sie sagt, da würde sie lieber sterben, als dass sie nicht mehr singen kann. Ja, sie sagt Takauchi-Sensei, dass sie gerne an einem Gesangswettbewerb teilnehmen würde, um zu sehen, wie andere ihre Stimme finden. Allerdings verbietet er ihr es und ja, so geht sie zu ihrer Oma, fragt sie in der Hoffnung, dass sie vielleicht ja sagt. Ja, natürlich kommt was anderes dabei raus. Mitsuki wird von der Oma in ihrem Zimmer eingesperrt und ja, soll daraus lernen, dass sie die Musik doch bitte sein lassen soll, da nur Schlimmes mit der Musik passiert. Ja, als sie dann eingesperrt ist an dem Tag, an dem das Vorsingen ist, stolzieren auf einmal durch ihre Zimmerwand zwei merkwürdige Gestalten, und zwar Mariko und Takuto. Die beiden sind Todesengel für Kinder. Eigentlich dürften die Kinder sie gar nicht sehen, oder besser gesagt, Mitsuki dürft die beiden eigentlich nicht sehen. Und ja, das verwundert die beiden. Die beiden erzählen ihr dann, dass an diesem Tag jemand auftauchen soll, der ihren Tod verhindern soll. Sie sollen eigentlich in einem Jahr sterben. Und das ist für Mitsuki natürlich erstmal auch nur noch ein Jahr. Ich habe nur noch ein Jahr, um meinen Traum zu verwirklichen, um mein Versprechen einzulösen. Ja, während Mariko und Takuto sich dann ein bisschen unterhalten noch und sich fragen, warum sie sie sehen kann und sich dann super vorstellen, wir sind Negiram, wir sind die Todesengel für Kinder, haut sie durch dieses Portal in der Wand ab zu diesem Vorsprechen. Allerdings wird sie von Mariko und Takuto vor dem Eingang gefunden und ja, wird zur Rede gestellt, warum sie denn einfach abgehauen ist. Mitsuki erzählt dann, dass es ihr Traum ist zu singen und dass sie nichts mehr möchte. Und ja, Takuto hilft ihr dann und verwandelt sie in ein 16-jähriges Mädchen, färbt ihr noch die Haare blond, damit man sie auch nicht erkennen könnte. Und damit aber sie auf keinen Fall gewinnt bei diesem Gesangswettbewerb, gibt er sich als Jurymitglied aus. Mariko ist da ein bisschen unsicher, sie sagt, oh, Takuto, oh mein Gott, und für sie ist das alles ein bisschen, warum macht er das, ist er vielleicht in sie verliebt? Weil Mariko ist in Takuto verliebt und sie sieht Mitsuki direkt als Gegnerin und ja, Mariko tut alles, wenn sie verliebt ist, für denjenigen, in den sie verliebt ist. Ja, kurz vorm Vorsingen ist sie dann in dieser Wartehalle mit ein paar anderen Mädels. Eins dieser Mädels verunsichert sie ziemlich. Sie erzählt, dass schon jemand feststeht, der es gewinnt, und natürlich denkt sie sich dann erst, als sie dann in den Raum geht und singen muss, warum mache ich das? Ich kann gar nicht laut singen. Allerdings fängt sie dann an, aus voller Kraft zu singen, und sie begeistert alle. Es rennt direkt einer raus und sagt, es braucht kein anderer mehr reinkommen. Wir nehmen dieses Mädel, und ja, sie ist es. Als sie dann danach den Raum verlässt, wird sie mal wieder von diesem gleichen Mädchen verunsichert. Sie sagt ihr dann, ja, die haben dich doch nur genommen, weil du gut aussiehst. Es kommt ja nicht auf die Stimme an, es kommt nur aufs Aussehen an. Natürlich ist Mitsuki jetzt erstmal wieder total verunsichert und ein bisschen traurig. Ja, nach dem Vorsprechen verwandelt Takuto sie wieder zurück in eine 12-Jährige. Und prompt wird sie von ihrem Arzt Takauchi-Sensei aufgegriffen und der fragt sie natürlich, was denn jetzt los war. Und ja, Mitsuki erzählt ihm dann, warum sie unbedingt Sängerin werden will, und zwar wegen Eiji-kun. Mit ihm war sie früher zusammen in einem Kinderheim, allerdings wurde er adoptiert und ging nach Amerika. Und die beiden haben sich damals ein Versprechen gegeben. Mitsuki wäre eine große Sängerin, eine Berühmtheit, und er ein Astrologe, wenn sie dann sich wiedersehen würden.
Und Mariko ist natürlich jetzt erstmal, super, sie ist verliebt, sie mag also Takuto nicht, ich habe freie Bahn, da helfe ich ihr natürlich gerne. Und ja, Full Moon, so heißt Mitsukis Künstlername, wird jetzt ihr Debüt machen. Ihre Managerin Oshige hilft ihr dabei und ja, Mitsuki ist erst ein bisschen verunsichert, immer noch wegen diesen ganzen Sachen von dem Mädel, was da beim Vorsingen war. Allerdings wird sie aufgemuntert, als Oshige ihr einen Haufen Fanpost bringt und ja, so kann das erste Live-Konzert von Full Moon starten und sie zieht alle in ihren Bann. Also alle sind begeistert von Full Moon. Full Moon ist der Superstar. Jeder mag sie. Auf dem Weg nach Hause erzählt Oshige ihr dann, dass sie bei einem Werbespot mitmachen soll für ein Shampoo. Und ja, da kommt noch einiges auf sie zu. Im gleichen Moment merkt allerdings die Haushälterin Tanaka, dass Mitsuki nicht da ist, nicht in ihrem Zimmer ist und alarmiert die Oma. Die beiden tun dann erstmal so, als wüssten sie von nichts, als Mitsuki dann am nächsten Tag zum Frühstück kommt. Und daraufhin wird dann Mitsuki eingesperrt, als sie wieder versucht, sich aus dem Staub zu machen. Mitsuki hat von Takuto so eine Pfeife bekommen, in die sie nur reinblasen muss, und dann hört Takuto sie und ja, sie schwört sich, dass sie nicht mehr nach Hause zurückkommt, wenn sie ihn gerufen hat dann, weil sie ihre Karriere vorantreiben will und das wirklich schaffen will. Ja, Takuto kommt dann nach einiger Zeit, aber da Mitsuki so ihre Stimmbänder beansprucht hat durch dieses in die Pfeife pusten, bekommt sie einen Anfall und Takuto muss sie Mund zu Mund beatmen und muss sie auch direkt wieder verwandeln in die 16-Jährige, da in dieser Zeit ihre Krankheit verschwunden ist. Und so rettet er sie erstmal. Ja, daraufhin merkt die Oma, dass Mitsuki auf einmal wieder verschwunden ist. Und vor dem Haus sieht sie dann die 16-jährige Mitsuki und nennt sie Hatsuki. Hatsuki ist nämlich der Name der Mutter. Und Mitsukis Mutter ist halt die Tochter von ihrer Oma. Und Mitsuki ruft ihr dann hinterher, Oma. Die Oma dreht sich dann zurück und Mitsuki gibt ihr ihre CD und sagt, sie soll sie doch bitte anhören. Ja, dann machen die beiden sich erstmal auf der Suche nach einem Schlafplatz. Sie übernachten an einem Strand. Mitsuki wird pitschnass, da sie ins Wasser rennt, da sie denkt, Takuto hätte ihre wertvolle Kette von Echiko ins Wasser geworfen. Was allerdings der Hausschlüssel war, den sie dort liegen lassen hatte in ihrem Zimmer. Gefunden wird sie von Madoka. Das ist das Mädchen, was sie damals beim Vorsingen getroffen hat. Sie und ihr Hausschwein, Jichan, nehmen sie mit zu sich nach Hause. Dort sieht sie einen Auftritt von Madoka und ist total begeistert und sagt ihr das auch. Und ja, sie wird dann nach Hause geschickt nachher. Und kurz darauf lernen wir dann durch Mariko Izumi kennen. Mariko hat diesen gerufen, um ihr zu helfen, Takuto davon loszukriegen, von dieser Idee, Mitsuki berühmt zu machen, und auch von Mitsuki, da sie denkt, okay, er findet doch vielleicht was für Mitsuki. Allerdings hat Mitsuki keine Zeit, sich über irgendwas anderes als die Musik Gedanken zu machen, denn jetzt ist es an ihr, ein Webspot für ein Shampoo zu machen. Sie tritt gegen Madoka an, die beiden müssen beide einen Songtext schreiben und der Bessere gewinnt. Es wird halt ein Wettbewerb veranstaltet, beide Songs werden aufgenommen, es wird zu beiden Songs ein Video gedreht. Und dann wird abgestimmt, welche die Leute am besten finden. Mitsuki macht sich große Gedanken und denkt dann irgendwann an das Märchen der Meerjungfrau. Also die kleine Meerjungfrau. Ich glaube, das kennt ihr alle, dieses Märchen. Das Mädchen, was sich in einen Menschenprinzen verliebt, was dann an Land geht, ihre Stimme aber verliert und dann zu Schaum wird. Und dazu schreibt sie einen Songtext, der ist ziemlich gut, und Madoka tut sich ein bisschen schwer damit und klaut Mitsukis Songtext. Das bemerkt Mitsuki dann, als Madoka als Erste singen muss und ihr Song aufgenommen wird, und Mitsuki ist erstmal schockiert. Ja, und so endet der erste Band von Fumon Fusagescheid. Und ja, wie gesagt, der Manga ist einfach nur toll, ist schon ein bisschen älter, wie gesagt, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Die Zeichnungen sind auch super, wie immer, von Akinator Nomura. Auf meinem Blog stelle ich gleich die Bilder online, eine Beschreibung natürlich auch wieder zu dem Manga. Und ja, bis zum nächsten Video.